Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Randall's Monday. In der letzten Folge haben wir, naja, ziemlich makaberes Zeug angestellt. Wir haben unter anderem an Mats gefrorener Leiche, naja, Papierchen aufgemacht, kommt vor. Und wir haben uns Zugang zu der verklemmten Schublade verschafft. Und zu meiner großen Schande haben wir auch das Hilfssystem das allererste Mal benutzt. Und drei Kätzchen haben wir schon getötet. Oh mein Gott. Auf jeden Fall haben wir das alles jetzt erledigt und haben eine Gabel letzten Endes herausbekommen, die uns jetzt hoffentlich hilft. Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum besten aller Monate machen. Aber ich bin hier noch nicht fertig, oder? Okay. Und auf all die verdammten Säufer, die jedes Wochenende freiwillig wir sind hier aber anscheinend noch nicht fertig, wie er gerade meinte. Und auf den Irren von letzter Woche, der mit seiner AK-47 auf den Glockenturm geklettert ist. Boah, schwierig. Na komm. Tja. Dank dem hatten wir die ganze Woche zu tun. Was können wir jetzt eigentlich machen? Können wir die Gabel nochmal... Eine Gabel, joa. Können die Beine angabeln? Ja. Die hat die doch auch in der Stirn gesteckt. Das funktioniert sicher. Ich bin mir ganz sicher. So. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Vielleicht müssen wir aber Mats Sicherheitsfenster aufgabeln. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Okay, aber das wäre ein guter Gag gewesen, weil er meinte, Mats hat Panzerglas, da muss ich schon mit speziellem Einbruchsequipment und tralala kommen. Und dann reicht eine Gabel. Das wäre natürlich geil. Nicht aufgabeln. Das hätte ich jetzt aber echt schon irgendwie geil gefunden. Naja. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Ja, das sollst du ja auch nicht aufgabeln. Gabel doch irgendwas anderes auf. Ist mir doch egal. Wir probieren aber alles aus. Das muss ich doch nicht aus. Ach, guck mal hier oben. Gebrochener Stalaktit. Jetzt ist ein kleiner Riss drin. Oh. Damit rede ich doch. Doch, du redest damit. Sieht etwas lockerer aus, aber ich krieg ihn noch nicht ab. Okay, dann ist jetzt Hammer-Time. Und bumm. Der ist schon spröde und ich will ihn nicht kaputt machen. Okay, dann ist jetzt Gabel-Time. Und Knips. Das muss ich doch nicht aufgabeln. Meine Güte, dann ist jetzt Laserschwert-Time und möge die Macht mit dir sein. Es gibt keinen Grund, das zu machen. Doch, Mann. Okay, dann ist jetzt Teleskopentenzeit. Oh mein Gott. Jawohl, die Teleskopente! Komm zum Einsatz! Die Teleskopente! Und wir haben einen Stalaktiten in unserem Inventar. Die Spitze des Tropfsteins sieht hart wie Diamant aus. Wofür brauchen wir hart wie diamantenen Stein? It's Hammer Time. Ich glaube nicht, dass das hinhaut. Okay. Gut, vielleicht will Randall ja jetzt... Vielleicht will Randall ja jetzt gehen. Na, sind wir jetzt fertig? Auf all die armen Bastarde, die den Januar durch Selbstmord zum Ach, besten komm. Aller Monate machen. Da geht's raus. Aber ich bin hier noch nicht fertig, oder? Wieso bist du hier nicht fertig? Ach so, nee, stimmt. Er hat doch gemeint Panzerglas. Und es gibt doch diese Diamantschneider, die durch Glas schneiden. Ne, das Glas hier, das Fenster. Jawohl. Alter. So viel zum Thema Panzerglas. Wie das einfach nur kaputt geht. Na dann, improvisierter Ausgang, ab. Jay und Silent Bob. Jay und Silent Bob. Oh mein Gott, gucken wir uns das mal an. Kommt mir bekannt vor. Kratzt er sich die ganze Zeit im Schritt? Das ist ein ganz feiner Kerl. Da kommt mir bekannt vor. Ja. Gut, dann greifen wir ihn mal. Reinhauen wird auch nichts nützen. Okay, hätte ja sein können. So. Lieber nicht. Silent Bob und Jay, mir kommen die nicht bekannt vor. Hi. Hi. Was zum Geier soll das denn heißen? Hallo? Wir kennen dich nicht mal, Kumpel. Also verpiss dich. Hey, was ist denn dein Problem, Alter? Ich hab doch nur Hi gesagt. Oh, mein Fehler. Manchmal kriege ich mich nicht ein. Ich bin Jay und das ist mein Hetero-Lebenspartner Silent Bob. Nette Verkleidung. Habt euch richtig in die Charaktere versetzt, was? Verkleidung? Wovon zur Hölle redest du? Egal. Also, wieso seid ihr gar nicht auf der Sci-Fi-Convention? Das war eigentlich der Plan, Mann, dass wir auf diese scheiß verfickte Nerd-Convention gehen. Aber dann ist uns aufgefallen, dass das ja voll die scheiß Schwanzparade sein muss. Und wir stehen auf Muschis. Alter! Alle Minderjährigen, die hier zuschauen, das ist. Ihr habt das natürlich nicht gehört. Sehen uns. Klar, Alter, sehen uns, Mann. Snoogens. Was? Was? Ich hab nichts gesagt, Mann. Okay. Okay, Snoogens. Dann reden wir einfach mal mit Silent Bob.
Hip-Hop. Ich bleib lieber auf Abstand. Ich hab keine Lust, dem Kerl zu begegnen, wenn er seinen Schwanz zwischen die Beine geklemmt hat. Okay. Okay. Ich will darüber jetzt nichts hören. Oh, ein Koala. Gucken wir uns mal an. Ein Koala. Ein Koala. Entschuldigung, wohin soll's gehen? Da rein wissen Sie nicht, wer ich bin. Ich bin Mr. Lukas' persönlicher Assistent. Ich habe Jar Jar erschaffen. Ich veranstalte den Karaoke-Wettbewerb. Ich veranstalte den Karaoke-Wettbewerb. Ausweis oder sonstige Papiere? Oh, bitte. Was glauben Sie, wen Sie vor sich haben? Dreckchen Wookie? Wenn Sie ein Android wären, hätte ich Ihnen schon beide Arme ausgerissen, wissen Sie? Oh, sicher. Wie in dieser Serie, was? Ja, wirklich sehr clever. Was für eine Serie. Murray, ich rede hier von echtem Kino. Oh mein Gott. Ich spreche von dem, was man allgemein die Saga. Ich rede vom guten alten Han, der wunderschönen Leia und dem Todesstern. Han hat zuerst geschossen. Ich kann einfach nicht glauben, dass Sie nicht wissen, wovon ich rede. Was? Junge, hast du dir den Kopf gestoßen oder so? Ich bin ein echt großer Science-Fiction-Fan und Track Wars hat es nie auf die große Leinwand geschafft. Track Wars? Was zur Hölle soll das sein? Hey! Etwas mehr Respekt. Hier ist eine ganze Legion von Track Wars Anhängern, die wirklich wütend würden, wenn sie das gehört hätten. Aber wovon reden Sie? Meinen Sie Captain Kirk und die USS Enterprise? Was? Ist das dein Ernst? Das Schiff heißt Millennium Enterprise und der Name des Captains ist Luke Spockwalker. Oh. Er hat das Kommando seit Lando Kirk Christian es ihm übergeben hat. Na toll. Ich habe die berühmteste Science-Fiction-Saga der Welt zerstört. Mann, das ist echt ätzend. Ich hasse diesen verfickten Ring. Der bringt nichts als Unheil. Ist der aus Harry und der Herr von Narnia? Mann, ich liebe diesen Hobbit-Zauberer. Die Abenteuer, die er mit dem feigen Löwen und dem Blechmann erlebt. Nein! Endlich etwas Gerechtigkeit. Kann ja nicht alles furchtbar sein. Also, was war jetzt mit einem Ausweis? Mal sehen, Sekunde. Ich habe eine Menge Kram in meinen Taschen. Lieferschein. Hier, ich muss dieses Päckchen abliefern. Hier ist der Schein. Das beweist noch gar nichts. Die Adresse hast du doch sicher selbst geschrieben. Könnte sein, zugegeben, aber so war es nicht. Sie sind sehr misstrauisch, Murray. Wenn das mit uns beiden je was werden soll, müssen Sie mir schon vertrauen. Ich kenne dich nicht mal. Oh, das reicht jetzt aber. Können Sie lesen? Haben Sie das in der Schule gelernt? Dann lesen Sie das hier. Ah, du arbeitest also für Emerson Express. Wow! Okay, sieht alles in Ordnung aus. Dann mal rein mit dir. Das war ja denkbar einfach. Ich hätte mich schon vor Stunden einfach reinschleichen können, aber ich plaudere einfach so gern mit Ihnen. Komm schon, geh einfach rein. Na dann mal ab. Ach du Scheiß. Ach du Scheiß, was ist das denn? Super Nerd, Morty. Das ist Mortimer, ey, das ist unser Mitbewohner hier. Anti-Establishment Nerd. Irrer Nerd. Stilvoller Nerd. Und Mel. Und der Hotdog-Verkäufer, jawohl. Und ein Kaffee. Okay, die Rückseite, eine große Statue. Schild. Okay, fangen wir mal harmlos an. Schauen wir uns mal die Schilder an. Ach du Scheiße! Secondhand-Bücher. Wie geil das einfach nur ist. Ich feier das gerade, dass der voll hinter uns stand. Ich hab den nicht gesehen. Also ich hab nicht auf den geachtet, gar nicht. Krass. Sehr schön. Hier kann man Kuchen kaufen. Jo, Kuchen nehmen. Mir ist gerade nicht nach Schokolade. Oh mein Gott, nimm noch Kuchen. Die Kuchen kenne ich doch von irgendwoher. Was hat Travis mit Sci-Fi zu tun? Reden wir mal mit dem? Oh, ich rede nie mit diesen Leuten, außer es muss unbedingt sein. Und das sehe ich nicht passieren. Okay, also anscheinend... Du würdest ihm auch gerne eine reinhauen, stimmt's? Oh jo, nein, ich bin friedvoll. Ich bin sicher, der schläft sogar in dem Aufzug. Oh, ich rede nie mit diesen Leuten. Okay, er möchte nicht mit fremden Leuten reden. Fasse ich auf keinen Fall an. Und anfassen möchte er sie auch. Soll das hier eine Anspielung auf diesen Film da sein mit Will Smith? Oh, ein richtig harter Kerl, jawohl. Oh, ich rede nie mit diesen Okay, den möchte er auch nicht anquatschen. Dann reden wir mal mit dem stillen Nerd. Er macht keine großen Worte. Er steht einfach nur und zwinkert nicht mal.
Zwinkert der? Da warten wir jetzt mal drauf. Alter, der zwinkert nicht. Nein. Okay, reden wir mal mit dem. Okay, er möchte nicht. Hier ist ja unser Mortimer, aber sprechen wir vorher mal. Gucken wir uns den Supernerd an. Ich bin sicher, der Typ hält sich wirklich für den letzten Sohn Krypton. Jawohl. Guck mal hier auch das X auf der Brust anstatt Superman. Ne? Es ist detailliert, aber nicht zu detailliert. Ja, klar. Ich leg mich doch nicht mit dem Man of Steel. Oh mein Gott, der Man of Steel. Wir haben alle Angst. Oh, ich rede nicht. Okay, er möchte nicht. Aber mit seinem eigenen Mitbewohner wird er ja sprechen. Ich glaube, das ist Mortimer. Manchmal bloß sein Kostüm nicht an, ne? Ihn erwürgen? Nein. Lauschen wir lieber seiner schönen Stimme. Und der macht jetzt... Ich glaub's nicht. Bist du das, Morty? Ist das ein Kostüm oder siehst du einfach das so Das war mein aus? Witz. Ja. Bezahlst du eigentlich irgendwann mal deinen Teil der Miete? Ich weiß, Morty, du liebst teures Spielzeug. Immerhin unterschreibe ich ja jedes Paket, das du bekommst. Also zwing mich nicht, drastische Maßnahmen zu ergreifen. Verdammt! Der Bastard ist einfach zu schlagfertig. Ah, schön zu sehen, dass du mal unter deine Leute kommst. Wo geht's hier zu den Toiletten? Ach, vergiss es, du weißt ja nicht mal, was das ist. Weißt du, ich glaube, es war ein großer Fehler von dir, dein Zimmer unbeaufsichtigt zu lassen. Nur mal so. Okay, ich bin weg. Übrigens, schön, dass du mal rauskommst. Der nächste Schritt sollte eine Dusche sein. Denk einfach mal drüber nach. Machen wir mal das Erste. Ah, schön zu sehen, dass du mal unter deine Leute kommst. Okay. Hat keinen Sinn. Okay, gut. Das war die einzige Antwort. Also wir konnten ihm wohl nur eine einzige Antwortmöglichkeit geben. Probieren wir uns mal den Kaffee zu klauen. Kleiner, Finger weg von meinem Kaffee. Okay. Oh, komm schon. Ich wollte nur einen kleinen Schluck. Von meinem scheiß Kaffee? Du spielst wohl. Hau ab. Aber wir wollten doch nur trinken. Eine Schlucke von die Kaffee. Ein einfacher Hotdog-Verkäufer. Nichts Besonderes. Okay, einfach Hotdog-Verkäufer, mit dem sprechen wir, denn den kennen wir doch schon. Hey, aber er uns wahrscheinlich nicht. Wie kann ich helfen? Verkaufst du noch irgendwas außer Hotdogs? Nein, tut mir leid. Klaffkalasch! Krabbensaft, aber der ist... Oh. Ich weiß, alle Arschlochkinder trinken das heutzutage und ich habe einfach keinen mehr. Ist echt eine Schande. Na dann, man sieht sich, denke ich. Denke ich auch. Und zwar, Klaffkalasch. Ne, und Krabbensaft vor allen Dingen. Das ist von den Simpsons. Das ist in der Folge Homer und New York, heißt die, glaube ich, wo Homer sein, also wo Barney besoffen Homers Auto nach New York fährt und Homer daraufhin nach New York fährt, um sein Auto wieder zu kriegen. Und das parkt genau zwischen den Twin Towers, die es ja heute nicht mehr gibt. Und dann kommt, Homer muss dann den ganzen Tag an dem Auto warten, bis mal der Typ kommt, der die Kralle dann wegmacht. Und das kommt dann so, dass so ein fahrender Händler einfach da vorbeikommt, also so ein Verkäufer, ne, und der verkauft ihm Klaffkalasch. Und das ist so ein komisches, so ein komisches Fleisch am Stab, also ganz eklig, und dazu Krabbensaft. Ja, wollte ich nur erzählen. Melzgeraffel, schauen wir uns mal an. Das Zeug ist sein Gewicht in Gold wert. Das ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Oh mein Gott, wir könnten ihm so viel klauen. Okay, Geraffel ist also ein Wort, das kenne ich nämlich nicht, für so Kram. Wenn man eine Pfandleihe betreibt, muss man so. Mel ist so ein... Wieso kratzen die sich alle mal irgendwo? Ist ja unglaublich. Sprechen wir mal mit ihm. Guten Morgen. Was gibt's? Suchst du was Bestimmtes? nicht wirklich. Dann hör auf, meine Zeit zu verschwenden, Kleiner. Als wenn sich mit dieser Freakshow rumärger nicht schon genug wäre. Ja, ich bin auch kein großer Fan der Szene. Du bist also noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen? Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Tja, ich werde mal weiter. Wir machen mal, vielleicht können wir ihm dann irgendwas andrehen. Du bist also noch dick im Geschäft und suchst nach interessanten Sachen? Klar doch. Aber heute bin ich nur für das Geek-Zeugs hier. Weißt schon, Shirts, Comics, Miniaturen, Actionfiguren und all der Kram. Also, hast du kein Interesse an einem Teleskop-Entenbügel? Mit diesem Baby ist nichts mehr außerhalb deiner Reichweite. Ich hatte gerade ein Déjà-vu. Und nein, kein Interesse. Heute geht es nur um Merchandise. Mir fällt gerade was ein. Wir haben doch vor 2 Folgen haben wir doch diese Farbeimer gesehen. Und wir haben doch noch diese ollen T-Shirts im Inventar. Vielleicht können wir da noch was machen, ne? Weil er auch meinte, er sucht Shirts. Tja, ich bin auch kein großer Fan der Szene. Machen wir mal das Zweite. Hätte nie gedacht, dich hier zu sehen. Glaub mir, ich auch nicht.
Aber mein Schwager hat gesagt, es wäre eine gute Gelegenheit, meinen Horizont zu erweitern. Was für ein Horizont? Meine Kontakte knüpfen, kennst du das ja. Mir war langweilig, also bin ich hergekommen. Aber alles, was ich hier sehe, ist eine Bande Nerds, die nichts kaufen oder verkaufen. Ja, ihre Mütter haben ihnen wahrscheinlich gerade genug Taschengeld für ein oder zwei Actionfiguren. Da musst du wohl mit klarkommen. Ja, ich verstehe das schon. Aber ich hoffe, die Leute kaufen bald irgendwas. Es wird spät und ich fange an, die Geduld zu verlieren und das macht mich nervös. Und wenn ich nervös werde, fange ich an, Mercury Cola um Gottes Willen. Und wenn ich Mercury Cola trinke, passieren Dinge. Schlimme Dinge. Oh mein Gott. Ich hoffe, ich bin auch da, wenn das passiert. Das hoffen wir alle, oh mein Gott. Ja, ich bin auch kein großer Fan der Szene. Warum bist du dann hier? Arbeit. Willkommen im Club. Was muss, das muss und so. Bla, bla. Ja, außer ich hatte einen Kater. Dann steht Ausschlafen ganz oben auf meiner Liste. Juhu. Aber heute musste ich hier sein. Geht um Leben und Tod. Mir war einfach nur langweilig. Tja, dann... Ich werde mal weiter. Gut für dich. Jo, dann werden wir mal weiter. Vielleicht können wir immer die scheiß Shirts so andrehen. Sowas will doch keiner. Ja, okay. Okay. Vielleicht können wir dem Hotdog-Verkäufer seinen vergammelten Hotdog geben. Ich will niemand vergiften. Jedenfalls nicht. Alles klar. Vielleicht können wir ja die Supergabel... Mel geben. Ich soll Leute mit Nein, das sollst du mal mit der Gabel abstechen, meine Güte. Gucken wir uns mal die Statue an. Massiver Metallriese. Den habe ich schon mal irgendwo gesehen, ehrlich gesagt, aber ich weiß nicht mehr wo. Keine Ahnung. Wir gehen mal auf die Rückseite der Comic-Con. Psst. Hey, Randall. Ey, Charlie. Was treibt dich denn her? Sollte ich dich nicht umlegen, wenn ich dich je auf einer dieser Conventions sehe? Nein, das war Matt und der ist schon tot. Also... Was ist mit deinem Finger passiert? Boah, übelst Schein, hätte ich noch nachfragen. Tja, wie geht's? Wie viel für den hässlichen Ring? Ich glaube, nix. Ich habe dich letzte Nacht im Claytons gesehen. Was ist mit dem Finger passiert? Tja, das war ein kleiner Unfall. Ist das mies? In etwa, ja. Aber der Doc hat ihn wieder angenäht bekommen. Ach Mann, das war deine Chance, mal den Roboterfinger zu tragen, den Matt dir zum Geburtstag geschenkt hat. Zunächst mal, das war nicht mein Geburtstag, sondern die Beerdigung meines Cousins. Alter. Zweitens, er hat ihn mir nicht geschenkt, er hat ihn mir an den Kopf geworfen, als ich die Nachrede gehalten habe. Und drittens, das war kein Roboterfinger, sondern ein Chicken-Stick. Oh, echt? Tut mir leid, mein Gedächtnis ist nicht mehr das, was es mal war. Eieiei. Tja, wie geht's? Naja, hab nicht viel verkauft. Aber die Atmosphäre ist gut. Ja, man kann kaum einen Meter gehen. Überall heiße Schnecken. Ich weiß, es sind auch viele Mädchen da, aber wenn sich doch mal einer an meinen Stand verirrt, habe ich einen kleinen Trick, um ihr die Knie weiß. Na, jetzt sind wir aber alle gespannt. Mädels, haltet euch fest, jetzt kommt's. Glaubst du wirklich? What the fuck? Heilige Scheiße, großer Gott. Glaubst du wirklich, damit kriegst du eine rum? Ich hab sie aus einer Ligurin fertig, die ich Adamantium genannt habe. Oh, der Name ist also von dir, ja? Mann, da ist die Inspiration ja so richtig mit dir durchgegangen. Yep, ich weiß nicht warum, es überkam mich einfach. Tja, dann, wenn das der Plan ist, schrei doch einfach zerstören, wenn du sie ausfährst. Sichere Sache. Ja. Hey, das gefällt mir. Oh mein Gott. Wie viel für den hässlichen Ring? Mehr als du dir leisten kannst. Das weißt du gar nicht. Randall, ich kenne dich sehr gut. Und glaub mir, der Ring ist weit über deiner Kragenweite. Guck mal, der Ring ist da in der Vitrine vor ihm. In diesem kleinen Kästchen. Von Super Zuckerschnecke sagen. Oh. Tiefschlag, Alter, Tiefschlag. Super Zuckerschnecke. Aber egal, ich bin nicht hier, um über deine Gefühle zu reden. Ich bin geschäftlich hier, also raus damit. Wie viel für den blöden Ring? Eine Menge, Randall. Wir reden hier von einer astronomischen Summe. So groß, dass du nicht mal... Oh, entschuldige, Charlie. Was sagtest du? Wie viel hast du da? Ganz ehrlich? Keine Ahnung. Hab mit zu viel Geld angefangen. Jetzt ist es vielleicht ein bisschen weniger, aber ich gebe dir das ganze Bündel für den Ring. So einfach ist das nicht. Dieser Ring ist vielleicht der wertvollste Gegenstand der ganzen Convention. Ich kann ihn nicht einfach dem erstbesten Typen geben, der mit einem Bündel Geld rumwedelt. Oh, Charlie, bitte, ich flehe dich an und du weißt, wie sehr ich flehen hasse. Ich muss diesen Ring kaufen. Das ist sehr wichtig. Ach, armer Randall, du benimmst dich ja, als wenn sonst die Welt untergeht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Du kannst losgehen und noch mehr Kohle auftreiben, oder? Ich
überraschen. Oh, ich könnte dich auf so viele Arten überraschen, aber dann würden die Leute dich kochen. Außerdem, wo soll ich denn noch mehr Geld herbekommen? Ich weiß, ich benutze den Namen manchmal, aber ich bin nicht Donald Trump. Es gibt viele Wege, schnell an Geld zu kommen, Randall. Du kannst auf den Strich gehen, was klauen, deinen Körper für medizinische Experimente anbieten. Mach, was du willst. Sieh mal, wir kennen uns nun schon seit Jahren und auch wenn ich dich nie als Freund betrachtet habe, ich würde dir den Ring gerne überlassen. Es ist offensichtlich, dass du verzweifelt bist, auch wenn ich nicht ganz verstehe, warum. Ich verstehe ja selber nicht, warum ich das alles mache. Ist ein schmutziger Job, aber irgendwer muss ihn ja machen. Pass auf, wir machen das so. Besorg mir Geld und der Ring gehört dir. Ich verspreche, ich werde ihn nicht verkaufen, bis du mehr Asche aufgetrieben hast. Wenn du bis Sonnenuntergang nicht hier bist und ich ein gutes Angebot bekomme, muss ich ihn verkaufen. Deal? Deal. Warte einfach hier. Ich besorg mehr Geld und wenn ich dafür Nonnen ausrauben muss. Ich hab dich letzte Nacht im Claytons gesehen. Oh, ja. Naja. Ich war da, meine Sorgen ertränken. Was ist los? Hast du rausgefunden, dass deine Internetfreundin ein Kerl ist? Nein, Alter. Wonder Comics hat Captain Red abgesetzt. Echt? Warum das? Hat sich nicht so gut verkauft in letzter Zeit. Naja, das ist halt so nach über 35 Jahren auf dem Markt. Nein, er ist der größte Comic-Superheld aller Zeiten. Ich bin mit ihm aufgewachsen. Er war immer für mich da, wenn es mir schlecht ging. Außerdem, jetzt wo Super Zuckerschnecke sein Sidekick ist, machen sie grandiose Team-Ups. Okay, Charlie, jetzt mach dich nicht nass. Ich versteh's. Die Welt braucht einen Captain Red. Vielleicht sollen wir Captain Red sein, dann. Mit den T-Shirts. Ich weiß es nicht. Ich habe die ganze Zeit so Gedanken. Wie hat er nochmal seine Superkräfte bekommen? Der soll der Freund von Super Zuckerschnecke sein. Niemals! Wie hat er nochmal seine Superkräfte bekommen? Oh, das ist eine faszinierende Geschichte. Sein Name war Tim Willer. Er war ein normaler Junge, der Paintball liebte. Er war nicht besonders gut und hatte keine vernünftige Ausrüstung, aber er hat nie aufgegeben. Also war er ein Er war nicht so begabt wie der Rest, etwas schwach für sein Alter. Und er hatte immer einen gelben Trainingsanzug an, statt Tarnklamotten. Klar, dass sich die anderen über ihn lustig gemacht haben. Eines Tages, als er genug davon hatte, ständig nur verarscht zu werden, entschloss er sich, die Kapitänsuniform seines Vaters zu tragen. Unglücklicherweise entging ihm, dass es eine Paradeuniform war mit Hut und Abzeichen und so. Oh mein Gott, was für ein großer, fetter Loser. Das Match fand in einem verlassenen Industriepark statt, aus dem man einen Umschlagplatz für radioaktiven Abfall gemacht hatte. Angespornt durch die Uniform trat Tim Willer in den Kampf voller Adrenalin. Doch noch immer vergebens. Sie lachten ihn noch schlimmer aus als je zuvor. Tim war drauf und dran, mit gleicher Münze zu antworten, aber bevor er etwas sagen konnte, prasselte ein Hagelsturm von Kugeln auf ihn ein. Nach und nach färbte sich seine Uniform rot, von unten bis oben. Nur sein Hut blieb verschont, denn der erste Paintball riss ihn von seinem Kopf. Während er beschossen wurde, stellte er mit Bedauern fest, dass selbst seine eigenen Kameraden auf ihn angelegt hatten. Als es endlich aufhörte und alle Tim umringten, während er sich unter Schmerzen wand, setzten sie ihm seinen Hut wieder auf, noch immer gnadenlos lachend. Dann packten sie ihn und stopften ihn in ein altes Fass für radioaktiven Müll, das sie prompt einen Hügel hinunterwarfen. Was sie nicht erwarteten war, dass das Fass explodierte und den ultimativen Rächer hervorbrachte. Einen Rächer, der nun bereit war, die Scheiße aus ihnen rauszuprügeln. Unglaublich. Der junge Tim Willer existierte nicht mehr. Captain Red wurde geboren. Mit seinen übermenschlichen Kräften, seiner nun radioaktiven Paintball-Knarre und dazu verdammt die Uniform bis in alle Ewigkeit zu tragen, beschützte er seitdem die Gerechten und bestrafte die Grausamen. Wobei er manchmal etwas über die Stränge schlug. Cool. Kann ich mir den Comic mal ausleihen? Captain Red, Ausgabe 1? Keine Chance. Ich bewahre es in einem geheimen Tresor auf. Der soll der Freund von Super Zuckerschnecke sein? Niemals. Naja, sie arbeiten zusammen. Ha, was für ein Loser. Wie alt ist Super Zuckerschnecke eigentlich mittlerweile? Ist das wichtig? Ja, also ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob sie noch in ihren 40ern ist. Deine Meinung. In dem Unterwäschekatalog von 1972 wird Super Zuckerschnecke ihrer Zeit beschrieben. Und um ehrlich zu sein, wenn man sich auf den Stil konzentriert, sieht man das auch. Trotzdem. Selbst du kannst nicht leugnen, dass sie immer noch total heiß aussieht. Ja, das stimmt schon, aber das liegt vielleicht daran, dass sie eine Zeichnung ist. Was meinst du damit? Super Zuckerschnecke hat immer noch Oberwasser.
Aber Captain Red... Was genau ist das Problem mit Captain Red? Naja, wie gesagt, mit ihm wird einfach nicht mehr so viel Geld gemacht wie früher. Ja, aber es ist doch normal. Zeit vergeht und die Leute haben es satt, dasselbe immer und immer wieder zu sehen. Das soll normal sein? Captain Red ist auf seinem Zenit. Er ist in einer beinahe festen Beziehung mit Super Zuckerschnecke und sein Erzfeind Moose Man ist fast besiegt. Für immer. Moose Man? Du meinst den Typen, der Schokomus aus seinen Händen schießt? Meine Fresse, Charlie. Sogar seine Feinde sind lahm. Hey, ganz vorsichtig. Das ist meine Lieblingssaga, von der du da redest. Wähle deine Worte weise und denk an meine ausfahrbaren Klauen. Oha, ja. Würde die nie vergessen. So, jetzt haben wir genug Angst bekommen vor Charlie. Hier drin ist der Ring. Aber wir sehen uns erst in der nächsten Folge. Alles weitere an. Oh mein Gott. So viel Spannung. Wir müssen Kohle auftreiben und Captain Red wird uns dabei helfen, denke ich, hoffe ich, vermute ich, keine Ahnung. Jedenfalls vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.